Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Toastbrot ganz einfach selber machen könnt. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Folgende Zutaten benötigt ihr für das Toastbrot: 400 Gramm Mehl Typ 405, 6 Gramm Trockenhefe, 7 Gramm Zucker, 3 Gramm Salz, 20 Gramm Halbfettmargarine, 10 Milliliter Rapsöl, 120 ml Wasser und 120 ml Milch. Und zum Bestreichen der Oberfläche nach dem Backen 10 Gramm Butter. Aus eigener und oft auch leidlicher Erfahrung weiß ich, dass Zutaten und Mengenangaben aus Backrezepten immer exakt eingehalten werden sollten. Das empfehle ich auch hier. Als erstes werden Mehl, Zucker, Salz und die Hefe vermengt. Alles mit der Milch und dem Wasser zu einem homogenen Teig verrührt. Jetzt noch das Fett hinzufügen und den Teig ca. 3 Minuten mit dem Knethaken eines Handrührgeräts verkneten. Den Teig in der Schüssel belassen, abdecken und gut 60 Minuten an einem warmen Platz gehen lassen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt und einen guten Platz zum Gehen lassen gefunden habt, dann sollte der Teig sich verdoppelt haben. Den Teig jetzt auf eine knapp bemehlte Arbeitsfläche legen. Knapp mit dem Mehl deshalb, damit der Teig nicht zu fest wird, da er nun noch einmal geknetet werden muss. Diese drei Teile müssen jetzt noch einmal 15 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Backform einfetten. Die optimale Backform ist eine Kastenform, 30 cm Länge und 10 bis 11 cm Breite. Nach den 15 Minuten ruhen lassen, werden jetzt die drei Teilstücke in der Form nebeneinander platziert. Dann abdecken und noch einmal an einem warmen Platz 60 Minuten gehen lassen, bis der Teig sich auch hier wieder verdoppelt hat. Dann für 40 Minuten bei 180 Grad Umluft backen. Der Ofen wird dabei nicht vorgeheizt, das ist wichtig, damit sich keine zu große Kruste bildet. In der Zwischenzeit wird die Butter zerlassen. Und wenn die Backzeit um ist, wird das Brot mit der zerlassenen Butter oben eingestrichen. Jetzt noch abkühlen lassen und dann kann das Brot ganz einfach aus der Form gestürzt werden. Vor dem Anschneiden des Brotes sollte dieses komplett abgekühlt sein, da ihr es ansonsten durch das Aufschneiden zerreißen könntet. Hier noch ein kleiner Tipp, wie man feststellen kann, ob das Brot nach 40 Minuten auch wirklich fertig gebacken ist. Dafür die Backform mit einem Backhandschuh oder auch mit einem Topflappen anheben und unten gegen den Boden klopfen. Wenn sich das Ganze hohl anhört, dann ist das Brot fertig. Ich finde, es ist perfekt gelungen. Weitere Backrezepte, süß oder herzhaft, findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.